Eine junge, engagierte Frau, die Tochter des ermordeten Boris Nemtsov, die ich in ihrer aller Namen mit ihrer Mutter Raisa heute Abend hier herzlich begrüße. Welcome, Shana Nemtsova. Diese Rede der Freiheit ist dem Andenken an meinen Vater gewidmet, Boris Nemtsov, der brutal ermordet wurde in Moskau, direkt vor den Kremlmauern, vor 3 Monaten. Sein Lebenswerk war sein Kampf für Freiheit. Der Grund, warum mein Vater ermordet wurde, warum in der Ukraine Krieg ausgebrochen ist und Menschen sterben, warum es in Russland politische Gefangene gibt und die Opposition verfolgt und unterdrückt wird, und warum mein Land wieder einmal als Bedrohung für die Welt wahrgenommen wird, ist, dass sich Russland von der Freiheit abgewendet hat. Frau Shana Nemtsova hat wirklich ein Russlandbild in ihrer Vision gezeichnet, das genau unseren Vorstellungen von den Werten entspricht. Und die Realität ist so brutal. Zuerst schaffen die staatlichen Medien Feindbilder und dann beginnen hasserfüllte Menschen, diese zu misshandeln und umzubringen. Auch mein Vater wurde von solchen Menschen angegriffen. Er ist ein Opfer des Informationskriegs des Kremls gegen russische Oppositionsführer. Die Trauer um den Vater, gemischt mit Wut auf das System in Russland. Ich finde es beeindruckend, dass so ein junger Mensch so mutig ist, gerade nach dem, was mit ihrem Vater passiert ist. Diejenigen, die Gewalt und Hass verbreiten, müssen als Persona non grata behandelt werden von der freien Welt. Ihnen muss das Privileg des Zugangs zum demokratischen Westen verwehrt werden. Ein Privileg, das sie so umfassend genießen. Und das ist das Mindeste, was wir tun können, um das Andenken an meinen Vater zu ehren. Vielen Dank. Es ist in unserem Interesse, dass Russland nach Europa kommt, dass Russland demokratisch wird und dass es rechtsstaatlich wird. Jana Borisovna, thank you very much. Jana Borisovna, vielen Dank für Ihre Rede. Warum meinen Sie, dass Russland sich abgewendet hat von der Freiheit? Was ist da passiert und warum? Russland hat sich abgewendet von der Freiheit schon seit langem, nachdem nicht Putin der Präsident Russlands geworden ist. 86% der Menschen unterstützen Putin. Sie sehen das russische Staatsfernsehen. Russland ist ein Fernsehland. Und die Medien kontrollieren, die kontrollieren die gesamte Bevölkerung Russlands. Ich bin Patriotin und nicht eine Verräterin. Ich möchte, dass Russland ein entwickeltes Land wird. Und mein Vater hat eigentlich genau dafür gekämpft.